Wie bist du über Harley gestolpert, gekommen und warum ist es eine Harley geworden und nichts anderes? Also meine erste Harley, da war ich noch in Tirol, das war ja ein gewisser Modeeffekt und richtig in den Genuss oder wie ich es richtig verstanden habe, das ist bei dir passiert. Ich bin nach Wien gezogen, habe damals, glaube ich, gehabt eine alte Yamaha V-Max und ich habe gewusst, es gibt die Helme nur im vierten Bezirk in der Weihringer Straße bei einem Fischer. Und das war eigentlich mein erster Kontakt und ja, dann bin ich einmal bei dir hineingestolpert und ein Verkäufer, ich glaube das war der Helmut Pieber damals noch, hat nur gemeint, ja, er hat eine noch und habe schon unterschrieben und habe gar nicht gewusst, was ich getan habe. Viel besser, ich habe nicht gewusst, was auf mich zukommt. Ich stehe jetzt hier ein paar Jahre später. Und hast du es bereut? Ich habe sie oft verflucht, ich habe es oft geschimpft, ich habe sie noch viel, viel öfter geliebt, geherzt, unendliche Geschichten erlebt. Und was macht es aus? Warum geherzt, geliebt, umarmt, verflucht, verteufelt, wieder geliebt? Weil es eine Seele hat. Wenn man ein bisschen an dem Gerät kitzelt, es ein bisschen streichelt, dann spürt man sie. Dann spürt man sie. Ganz, ganz einfach. Du musst es fühlen. Richtig, ja. Und wie ist das passiert, dass du dann bei der Charity-Tour angedockt hast? Das ging dann eigentlich ziemlich schnell über das Wien-Chapter, wo ich, glaube ich, im ersten Jahr nach der Gründung des Wien-Chapters Mitglied geworden bin. Und dann hieß es, im Juli fahren wir ein paar Tage irgendwo hin für irgendwas. Und ich, ja, habe Zeit gehabt und war dabei. Ja. Und dann bist du ja irgendwann nicht mehr nur mitgefahren, sondern hast auch einen Job übernommen. Das ist richtig. Also ich kann mich noch erinnern, ich glaube, das allererste, was ich gemacht habe, war damals berufstätig auf einem Golfplatz, hatte ein Golfturnier veranstaltet. Und dann, ja, wie es halt so passiert, steht er mal am Abend zusammen bei einem Kaltgetränk und das waren damals, glaube ich, noch gelbe Westen. Ob ich nicht auch Lust hätte, da vorne ein bisschen mitzufahren und zu schauen, dass da alles funktioniert. Und schon war es um mich geschehen und ich war dann dabei. Ja, ja, und was für einen Job hast du dann gemacht? Safety, ganz normal, ein bisschen mehr hineingeschnuppert, bis dann da für die Charity-Tour der Wesley Andi seinen Job als Safety Officer an den Nagel gehängt hat, weil ich ihm zu viele graue Haare wachsen habe lassen. Und daraufhin ist dann der Reinhold Martin übernommen mit den Social Media Aufgaben. Und ich war in der glücklichen Position zu sagen, hey, ich mach das mit und wenn irgendein Blödsinn passiert, bist du schuld und ich mach's nur. Und das jetzt mittlerweile, glaube ich, auch schon seit 10 Jahren auf jeden Fall. Ja. Es muss nicht sein, aber wenn dir eine besondere Geschichte im Zusammenhang mit Safety in den Kopf kommt, gibt es da eine? Da gibt es sehr, sehr viele, aber da muss ich... Na, eine genügt. Eine reicht. Das reicht. Und die hat nichts mit Safety zu tun, sondern schon, weil wir gerade in Wien sind. Bei der Charity Tour, klar. Weil wir gerade in Wien sind, war natürlich mein erstes Mal Road Captain hier. Unter Helmut Zirps, dem strengen Vater der Routen, habe ich ziemlich jung damals wirklich das Privileg gehabt, von Lienz hier wegzufahren, eben nach Tirol, durch meine Heimatstadt eigentlich, bis nach Innsbruck damals und wieder retour. Und das war schon ein Highlight auf jeden Fall. Ja, und gibt es doch dann noch eine Safety-Geschichte? Eine Safety-Geschichte. Die aufpoppt bei dir, wenn du da an denkst. Ja, also da auf Holz zu klopfen, ist einmal das eigentlich bis jetzt nichts Gröberes mit Personenschaden passiert. Wir sind bei der 25. Tour. Richtig. Ist toll. Und es grenzt ja manchmal schon ein bisschen an ein kleines Wunder. Beziehungsweise haben wir das Glück, dass ein paar Engel oder was auch immer mitfährt und eine Schütze, die halt über die Safety ist und damit über den ganzen Tag hin. Das ist ein schönes Schlusswort und führt mich zu meiner Schlussfrage. Saddle Up and Help mit Konrad 2023. Ich bin auf jeden Fall dabei, keine Frage. Geile Ansage. Guter Schluss. Dankeschön. Weitermachen. Auf jeden Fall.